Marktanalyse 2021. Wo steht der Immobilienmarkt heute? Eine immer interessante Frage. Und durch Corona gibt es natürlich jede Menge Verschiebungen. Immobilienumsätze in der Corona-Krise. Wie gesagt, wer ist Verlierer, wer ist Gewinner des Immobilienmarkts? Aber auch der Vergleich zu IPO von Coinbase, eine Kryptowährung, wo nichts hinter ist. Letztendlich ist jede Immobilie mindestens so gut mit dem Quellencode von Länge, Breite, Grundstücksgröße und so weiter. Hier gibt es nur eine Spekulation. Und Spekulationen gibt es wirklich genug auf der Welt. Sie können auch in jede Spielbank reingehen und spekulieren. Und jetzt wird es eine Pleitenwelle geben. Da wird die Bundesregierung nicht viel dran machen können. Und wie geht man damit um? Was für Chancen gibt es auch unter Umständen daraus? Ich war bei den letzten Zwangsversteigerungen selber zugegen, sind alle abgesagt. Schon jetzt so gut wie 20% der gewerblichen Immobilienkredite nicht mehr mit Zins und Tilgung bedient werden. Non-Profit Loans, ein heißes Thema, und dem muss man sich annehmen. Das muss man in die Gesamtkalkulation und in die Gesamtsituation einbeziehen. Natürlich auch noch ein tolles Gewinnspiel, denn wir haben Banknoten, sind mittlerweile schon bei eBay, die ganz alten Banknoten, über 100 Jahre alt, sind die schon bis zu 90 Euro wert. Also gespannt, Sie können die bei uns gewinnen, jede Woche ein Gewinnspiel. Ganz interessante Sache. Ich würde mich freuen, wenn wir uns über den Immobilienmarkt und mit den Herausforderungen, die es dabei gibt, unterhalten können. Wir sind jederzeit für Sie da.